Ja, liebe Pforzheimerinnen und Pforzheimer, jetzt sind wir hier in der Oranierstraße in der Nähe vom Gaswerk. Sie sehen da hinten den runden Gaskessel von 1965 und den Gasometer von 1912, der ja nun ein eigener Attraktionspunkt in Pforzheim ist. Und hier haben wir jetzt ein Haus, das in den 50er Jahren aufgebaut wurde mit einem zweiten in der Oranierstraße. Und das besonders interessant ist, weil sich hier ein Graffiti an der Hauswand befindet. Und wir gucken mal, dass wir in den Schatten gehen, damit man es dann entsprechend auch gut sehen kann. Das müsste jetzt gleich geschehen. Ja, genau. Und auf diesem Graffito, so heißt es offiziell, das ursprünglich schwarz auf weiß war und vor einigen Jahren, als man die Häuser saniert hat und auch mit neuen Balkonen versehen hat, auf diesem Bild ist oben das brennende Pforzheim des 17. Jahrhunderts zu sehen. Und zwar, so wie es uns von dem Merianstich her bekannt ist. 1645 hatten es die Bayern angezündet und dann nochmal im Pfälzer Erbfolgekrieg brannte es insgesamt dreimal zwischen 1689 und 92 ab. Diesmal waren es die Franzosen. Und man sieht hier im Zentrum die brennende Schlosskirche und rechts davon, das ist das Dominikanerkloster St. Stephan, damals die evangelische Stadtkirche. Und links von der Schlosskirche ist ein hier relativ kleiner Turm, das war der Bergfried des Schlosses und daneben dann die Barfüßerkirche, ehemalig also die Franziskanerkirche. Gehe ich nach links auf dem Graffito, sehen wir wieder eine brennende Stadt. Nur ist es das moderne Pforzheim, das Pforzheim des 23. Februar 1945. Und hier ist zum Beispiel die Silhouette der Herz-Jesu-Kirche zu erkennen, links. Und rechts ist die Schlosskirche mit ihren einen nicht sehr hohen Turm angedacht. Und wenn wir nach oben gehen, dann sehen wir dort ja, die englischen Flieger, die Bomben geschmissen haben. Und zugleich sehen wir also von der Flak solche Scheinwerfer, die nach oben weisen. Ja, es erinnert aber auch an die Christbäume, die sogenannten Zielmarkierungen, die gesetzt wurden in der Zeit. Und dann sehen wir hier unten die Bauarbeiter der 50er Jahre, die hier, also schon sehr früh, 1949, 50, eben auch genossenschaftlich mit dem Bau begonnen haben. Und hier diese jungen Menschen, diese jungen Frauen, die hier sitzen und zuschauen, das Ganze betrachten. Während sie zumindest in Teilen angezogen erscheinen, ist der Mann hier antik geschnackt zu sehen, nackt und bloß, neben zwei Schwarzwaldtannen. Und dort oben flieht eine Familie vor dem Feuersturm. Und selbst der Baum hat sich sozusagen gebogen, wie zum Beispiel auch Eisenträger damals gebogen wurden. Bei diesem Feuersturm, der ja teilweise über 1000, ja teilweise sogar über 2000 Grad erreichte. Ja, und Sie sehen das kleine Kind sozusagen auf dem Arm und ein größeres dabei. Und so sind ja Tausende von Menschen aus der Stadt Pforzheim am Abend des 23. Februar herausgegangen, herausgeflohen. So, ich ziehe es nochmal zusammen, dass Sie das Bild nochmal zusammen sehen können. Es ist eines der Erinnerungsstücke an den 23. Februar und den Wiederaufbau. Und gerade hier in der Oststadt, Oranierstraße, in der Nähe der Zeppelin- und Frondeli-Straße, hier war sozusagen auch die Zerstörungsgrenze. Denn wenn ich jetzt hier nach Osten schaue, haben wir nochmal einen Neubau aus den 50er Jahren und dahinter gleich rechts einen Bau aus der Zeit um 1920, der zum Gaswerk gehört, auch dahinter noch. So, das heißt, hier ist also praktisch die Zerstörungsgrenze auch in den Gebäuden gut sichtbar. So, das war's jetzt mal für heute. Bis zum nächsten Mal. Alles Gute, Ihr Olaf Schulze.